So, da sind wir wieder zur Zockerzone spielt Resident Evil 4. Ja, die Schießgeschichte haben wir dann nochmal hinter uns gebracht. Und ja, jetzt sind sie vollständig, die Figürchen. 50.000 haben wir nochmal drauf bekommen. Das Genau. können wir mal gut gebrauchen. Und ja, welchen wollen wir uns mal angucken hier? Hier. Nein, hier ist. Das sieht aber so hässlich aus, dieses Teil, Ja, ne? genau. Das sieht aus wie so eine Müll. Ja, das ist einfach nur einmal Müll. Texturbrei. Sagt er hier Aliester, ist das der? Aliester. Sound. Viereck. Ja. Aliester. Aliester. Da ist er. War hier nicht die Übersetzung? Oder war das war bei den anderen? Das war bei der zweiten Reihe? Gab's da keine Übersetzung? Ach doch, da war doch irgendwie. Ich kann mich ja auch daran erinnern, dass man irgendwie. Oh, das ist irgendeine Taste. Vielleicht irgendeine besondere Taste. Zoom? Macht jetzt gerade echt nicht so einen Eindruck. Was Aber ist war mir das? auch so, dass die Sprachsamples nochmal übersetzt wurden. Ganz sicher sogar, ne? Ja, oder war das nur auf Englisch so? It's a Remix! Aber ich glaube, wir haben ja auch genug Zeit verbracht. War die wirklich? Nee, einen muss man noch gucken. Such dir einen aus, hoffe ich. Dann die Kettensägenfrau ganz Die oben. Kettensägenfrau, die hier? Ja. Das ist keine Kettensäge, das ist ein Eimer. Isabel. Das heißt, ich bringe den Eimer raus. Ich habe keine Ahnung. Nee, denn den Kettensägen mag er ganz oben rechts. Okay. Nee, Das das ist ist ein ein Gatling. Gatling an. Das Wo ist ist der hier ist ein Kettensägen? Kettensägenmacker. Kettensägenmacker Dr. Salvador. So, jetzt reicht's mir, aber das ist aber jetzt Aber wir Kaffee. haben gar keinen Sound abgespielt. Mann. Ich will sehen, was die sagen. Die Übersetzung. Das ist die Sprache, die er spricht. Salvador. Unten, da hätten sie auch cool unten draufschreiben können, auf so einer Ah. billigen Aufkleber. So. Gut, Leiter hoch. Ab zur nächsten Herausforderung. Up to the point of no return, weswegen wir das ja gemacht haben, sonst hätten wir das ja, hätten wir, hättest du ja aber letzte Mal einfach in der letzten Folge weitergespielt. Genau, und dann haben Was wir ja das auch nachgeholt. mehr Hoffentlich. Spaß macht als dieses Rumgeballere da. Das war sehr grau. Ja. Ladevorgang. Oh ja. Ach, die mussten das Wasser laden. Ja, hier kannst du auf jeden Fall wunderbar eigentlich in der ersten Kampfphase die TMP immer benutzen. Aber ist es auch immer recht weit weg, ne? Ist das Was? nicht so? Ist er nicht immer recht weit weg? Ja, also in der Phase, wo er auf Nahkampf ein bisschen mehr absicht. So, jetzt machen Gelb. wir das Gelbe. Ja, weil wir brauchen es nicht mehr. Nur für Ashley halt. Ja, dann warte mal. Packen. Ist zu spät, Hoffi. Du hast Gelb gesagt. Wir hätten das Gelbe auf den Reggie-Mix unten werfen können, dann hätten wir es für 10.000 verlökern können. Ach, den hab ich gar nicht gesehen. Schau mal. Bei dem werden wir bestimmt benutzen gleich. So, ich hüpfe mal runter. 10.000 ist auf jeden Fall mal ganz nett für so einen Reggie. So viel sind die wert? So, wie war das denn jetzt noch hier? Jetzt kommt der gleich mal ein bisschen Cutscene. Oh, Ja. ja, Mann. You two are all hooked up now, is that it? Where's Ashley? Do you really want to know? Falls was kommt. She's beyond that gate. But you'll Warum need wollen wir three das nicht insignias to open it. What are you gonna do, Krauser? There's one in the north, and the other in the east. And let me guess, you got the last one. It pretty much means you're on a tight leash. Sounds like you thought this one out pretty well. Jetzt kannst du erstmal vielleicht decken. Es gibt ein Deckungssystem jetzt ein, ne? Nee, nicht für Deckungssystem, oder? Ja, du kannst im Grunde halt. Aber da ja, stehen. Da hast du eine Taste, oder? Glaubst du, war das nicht so? Nee, kurz, ja, aber nur in Aber das geht kaputt. Da kann ich mich auch abschießen. Ja, sieht sich aus. Aber am besten gleich rein. What? Oh, ich bin irgendwie tot. Doppelgrün haben wir nicht. Nee, Trippelgrün, das wäre ein bisschen. Dann kombiniere ich die mal hier. Ach ja, Weber anheben, ne? Genau. Kommt der jetzt hier nochmal im Nahkampf? Er taucht hier immer mal auf, aber erstmal eine gute. Habe ich die TP ausgewählt, jawohl. Da ist er.
ich ihn noch aufheben oder nicht mehr stören. Alter, immer, da muss man. Oh, ich hätte schwören können, ich hätte gedrückt. Aber das finde ich jetzt. Hä? Ach, jetzt kommt kein Quicktime oder was auf einmal? Nee, Mensch. Das ist immer mal individuell. Ach, hast du richtig auf Quicktime gewartet, oder? Ja, diesmal, weil das gerade im Auto war. Ich nehme gleich die. Ja. Ich nehme gleich die. Ja. Was meinst du denn? Rot-Grün. Ja, das nehme ich sowieso. Ich nehme gleich die fucking Magnum, Mann. Nee. Weil dafür gehen da einfach zu viele von den kostbaren Schiffen bei dem. Ah, okay, er braucht. Dinger Raum hier für den Kampf. Na, na. Wenn er einen gewissen Schaden hat, dann haut er ja ab. Ich hab's doch zweimal gedrückt. Was soll ich denn machen? Ja, wie gesagt, wir sind uns einig, dass das irgendwie nicht so sauber funktioniert, wie es. Ja, es. Ja, also beim ersten Mal, wo er doppelt gemacht hat, da habe ich gefailt, würde ich sagen. Oh, das war knapp. Oh, es wird so knapp, Hoffi! Ich hab doch! Ey, ja, nee, ist. Also. Alter, aber vor allem, dass der auch noch nicht abhaut. Wie lange. Ey, ich kann nicht mehr machen als drücken. Also, das tut mir leid. Also, wenn ich jetzt nochmal getroffen werde, dann sterbe ich. Oh, er hat es verloren. Das ist ein gutes Zeichen. Wow, ich hab's geschafft, Hoffi! Es ist ein Wunder passiert. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass der so lange hier schon. Normalerweise wirft er nach ein paar Treffern eine Rauchgranate und haut ab. Und vorhin sah das auch schon so aus, als hätte diese Granate geworfen, als du quasi auf das Quicktime gewartet. Das ist echt komisch. Magie-Shit, bin ich tot? Nee, ich nicht. Das gibt's doch nicht. Ich renne jetzt die Leiter hoch. Tschüss. Du machst das Ding da unten. Ja, jetzt kommt er wieder angehüpft. Hau nochmal rauf, das Mümmel. Ja, jetzt konnte ich gar nichts machen. Ich muss nachladen. Das ist doch. Ich bin noch zu schwach, die TMP. Nee, das kann ich ja probieren, da. Okay, das war's ja jetzt, aber. Aber. Ja, vielleicht habe ich einfach, vielleicht hat er, weil er mich so oft erwischt hat, holt er sich dann Health zurück oder was? Das ist ein Life-Leecher, ich sag's dir. Das ist aber ein also Deathmage. Das ist ganz komisch und ätzender Try eigentlich. Oh, obwohl ja nicht so ganz, ey. Alter Schwede. So, ich wurde ein paar Mal so oft getroffen, also das war auch bestimmt auch Teil meiner Inkompetenz. So. Oh. Hat er sich gerade selbst? Ach. Dann war es vorhin da, wo ich seine Blendgranate erwischt, als er schon abhauen wollte. Deswegen ist sie auch so instant hochgegangen. Okay. Und dadurch ist er nicht abgehauen. Hat man jetzt ja auch gesehen, du hast die erste Blendgranate ja auch wieder erwischt. Die ist direkt in der Luft. Ja, die ist in der Luft hochgegangen. So sah's aus. Und dann macht er keinen Abgang. Oh, also wird man hier noch bestraft, weil man seine Granate trifft. Ist das bitter, ey. Oh, was ist das? Oh, da kommen wir noch nicht durch, hoffe ich, ne? Da brauchen wir noch ein paar Teile. Was haben wir noch so an Leben und so dabei? Haben noch Horn, oder? Zwei, drei, da oben. Oh, Achtung, er schießt. Ja, ich hab den auch immer ganz anders bekämpft. Also ich bin noch nie in das Haus gelaufen. Ich hab den immer ganz anders bekämpft. Wie? Na, dann tu es doch, wie du es immer machst. Ja, ich dachte, vielleicht ist das auch eine coole Sache. Aber ich hab ihn eigentlich mal weggesnipert. Und dann war er irgendwann, aber ich weiß gar nicht mehr, wie ich hier vorgegangen bin. Ey, wir haben nicht den Minenwerfer da, was fällt ihm ein, dass er sich den Minenwerfer holt? Im nächsten Playthrough. Spray. Oh, was hat er? Boah, 11 FPS. Ja. Ach, die Dinger. Oh, und dann das nächste. Kann man den eigentlich kicken, wenn er so weggeht? Nein. Ich habe auch noch nie erlebt mit diesen Granaten, die nicht funktionieren und oh, wie bitter man bestraft wird. Der schnetzelt einfach noch mehr und steckt einfach wieder ein. Wo müssen wir eigentlich hin? Diese Platten, ja. Können wir mal runter. Ja, das ist gut.
Krautlack rechts. Schlechter als sonst, Mann. Das ist ein recht großes Areal. Boah. Den Kampf mochte ich noch nie besonders. Weil es wieder einer von diesen Kämpfen ist, wo man nicht weiß, stirbt er irgendwann mal? Oder verschwendet man jeden Schuss? Mhm. Weil es wirkt ja, es war jetzt auch eine Verschwendung bisher. Und der Schaden wird ja nicht angerechnet, glaube ich. Da hat er wieder einen Hut auf. Bring order and balance to this insane world of ours. A psycho like you can't bring order or balance. You don't seriously think a conservative mind can chart a new course for the world, do you? Uhu. Teil des Heiligen Tiers Panthers, oder? Ja. Heil, heilig, ganz berühmte Abkürzung für heilig. Oh, Red Crowd. Red Krauser. Kommen jetzt normale Gegner? Welche Geschichte war das denn nochmal? Nachher ist dann weiterkommen ganz viele von diesen Schwebedingern. Ja, richtig. Diese kleinen Roboter, ne? Ja. Was? Ich hab ihn noch abgeschossen! Dann bricht er den Angriff noch ab. Ach komm, ich mehr als abschießen kann ich ihn nicht. Richtig, mal, muss es ein Headshot sein? Das kann ich dir gar nicht sagen. Das wirkt von. Das war ausgerechnet zumindest Beispiel kein Headshot. Das ist eine normale Granate auf dem Wichser. Das. Hast du das? Nee, das, da habe ich ja die Hand weggenommen, damit man schneller rutscht. Komm, den hast du. Ist nichts. Perfekt, ne? Oh! Gut! Das war gut. Normalerweise kann man ihn doch recht chillig das rumschieben. Ich hab den noch nie gehabt, dass er mir hier so gefolgt ist, so extrem. Also hier habe ich noch nie gegen ihn gekämpft. Und noch in keinem Playthrough. Also doch, also hier an die Stelle kann ich mich ganz gut erinnern, aber was ich vorab ging, also erinnern kann ich mich ja nicht erinnern. Nein, aber ich hatte hier noch nie einen Gegner. Also hier hatte ich immer Beef, sag ich mal, mit ihm. Da sind wir mal ganz anders vorgegangen, scheinbar. Aber bis dahin halt nicht annähernd so. Aber das sind doch diese beiden Platten. Ja, der haut ja auch nach einer Zeit ab, du musst ihm Damage geben. Don't just stand there. Come out and fight like a mess. Ja, weil du jetzt so lange nichts gemacht hast. Just trying to have fun. Hau raus. Ja, ich geb dem gleich wieder Magnum ein, ich sag's dir. Chris? Was? Eine Pumpkin ins Gesicht und ein, zwei kleine TMP-Schüsse bringen ihn um, oder was? Gut. Dann war das nämlich vorhin die Sache, die ich abgeschossen habe, war trotzdem eine normale Granate. Die Granate kann man scheinbar vielleicht doch nicht abschießen. Also, wohl, das muss, ganz am Anfang muss das irgendwie so gewesen sein. Also, gib bitte mal Feedback wieder mal an die Leute, die es schon ein bisschen gespielt haben. Was sind eure Eindrücke von diesem Kampf? Strange Geschichte. Wo muss er denn hin? Also, wir müssen einmal um den Kreis, ne? Ja. Oh, nee, man kann hier. Erste Phase, die macht mich wirklich, das lässt mich auch nicht mehr los. Dass er da so lange überlebt hat? Ja. Das war abartig lange. Ja, da war ich immer, bin ich immer draußen geblieben und habe ihn immer gesnipert. Deswegen war ich da auch etwas verwirrt, dass man so oft gegen ihn gekämpft hat. Aber jetzt ist der Hebel da hinten aufgegangen, ne? Genau. Das ist dann der Ehrenhebel für den Hoffi. Aber du hast ja in der letzten Folge auch nicht besonders viel spielen dürfen. Willst du gar nicht überziehen hier? Ja, und er teilt sich ja eh wunderbar in verschiedenste Phasen in der Kampf. Deswegen ist die nächste Phase deine eigene. Dann können wir sagen, wir haben ihn gemeinsam platt gemacht. Ja, also hoffen wir, dass wir das sagen können. Unser Inventar habe ich erstmal platt gemacht. Ja, so, mein Gott. Ja, Mann, viel Spaß noch. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye-bye.